Willkommen zu einer neuen Runde Arc Age und yay, es ist endlich Headstart, deswegen wundert euch nicht, dass ich wieder ein bisschen anders aussehe. Ich habe jetzt nämlich bis zu dem Punkt hier erstmal gespielt und ich wollte euch nicht das Ganze noch einmal zeigen. Oh, jetzt leckt es aber gerade ein bisschen. Und pünktlich zum Headstart zeige ich euch mal ein kleines Special über das Housing und die Mirage-Insel. Da müsst ihr einfach durch so ein Mirage-Portal gehen. Das erste findet ihr, wenn ihr die Fraktion, die ich auch gewählt habe, spielt, findet ihr das bei diesem Gartengebiet im ersten. Also das ist recht zeitig. Und die Mirage-Insel ist quasi so ein bisschen die Party-Insel in Arc Age. Dort findet ihr so diese ganzen, naja, wie sagt man, Outfits und ja, die Styles einfach. Also nichts, das wirklich jetzt großartigen Einfluss aufs Spiel hat. Außer natürlich auch die... Wo ist mein Mount? Irgendwie lädt es gerade ein bisschen langsam, die ganze Zone. Es ist... Naja, es ist Headstart. Es gibt noch viele Fehler. Und ja, das Housing-Gebiet ist hier auch noch mit drauf. Und ihr seht auch, wir finden hier auch gegnerische Fraktionen, die wir aber nicht angreifen können. Ist alles recht hübsch hier. So, und dann gilt es auf der Mirage-Insel, findet eure eigene Fraktion. Ich gucke jetzt mal gerade. Ich bin Harani, das heißt, ich muss hier an die Harani-Häuser hin und die Harani-Festung. So. Ich habe jetzt übrigens nicht mehr meinen Mirage-Elk, weil der ist nicht mehr verfügbar im Spiel hier. Also ich weiß nicht, ob man den irgendwie hier anders bekommen kann. Aber solange wie ich den noch nicht holen kann, reite ich erstmal auf dem treuen Leomorph. Der ist ja übrigens auch gar nicht mal schlecht im PvP, da er sich ab einem gewissen Level selber tarnen kann. Das macht ihn zwar langsamer, aber mit einem Cooldown von 3 Minuten kann er einfach mal unsichtbar werden. Das ist natürlich richtig stark. So, und hier sind wir auch schon in der Harani-Siedlung. Und hier seht ihr die Gebäude, die man sich besorgen kann. Das hier ist zum Beispiel das Bauernhaus. Das ich mir wahrscheinlich als erstes holen werde. Hier seht ihr, kann man auf das Design klicken und dann seht ihr auch, was es kosten wird. Das Bauernhaus kostet 50 Gildersterne, deswegen kann ich das jetzt leider noch nicht mitnehmen, denn ich habe erst 20. Also 30 Gildersterne später. Was ich mir aber holen kann, ist das hier. Sieht natürlich ein bisschen, naja, nur wie so ein kleiner Schrein aus, deswegen sieht schon ein bisschen dämlich aus. Aber wenn man ein bestimmtes Gebiet sich sichern will, dann sollte man natürlich so eins nehmen. Die besten Zonen sind jetzt leider schon weg. Die Leute haben quasi die Nacht durchgesucht und haben sich so ein Haus geholt und schnell gebaut. Aber dann werde ich mir lieber mal das Bauernhaus holen und dann später nochmal was bauen. Oh, was haben wir denn hier? Hat sich schon jemand ein Auto gebaut? Okay, cool. Da kann man anscheinend auch wieder jemanden mitnehmen. Das Auto schaut ja stark aus. Aber irgendwie hat es Probleme, den Berg hochzukommen. So, das hier, das kostet dann schon 100 Gildersterne. Was haben wir denn hier noch so? Das ist auch noch so ein Haus. Oh, hier hinten kommen die ganz Großen. Was haben wir denn hier? Das ist dann die Festung. Die Festung. Ach, das ist ja nur das Torhaus und die... Oh, Gottes Willen. Gucken wir mal direkt. Die Festung kostet 5. Was ist das? Platin oder Gold? Und der Turm 3. Ja, das geht ja eigentlich. Ich weiß nicht. Ist das Gold? Ja, das ist Gold. Dann könnten wir uns sogar schon einen Turm holen. Und das ist hier schon so ein zweistöckiges Haus. Oh, das kostet... Oh, schon 500 Gildersterne. Die Gildersterne bekommt ihr übrigens, indem ihr einfach die Story-Quest weitermacht. Und es gibt auch noch so ab und zu so Daily-Quests, wo ihr die machen könnt. Und wer Glück hat, es gibt die nämlich auch noch in diesen Marktplatz-Truhen. Die ist hier für diese Credits, die man am Anfang bekommen hat als Founder. Ich weiß gar nicht, ich glaube, in einer von denen hier war das drin. Da bin ich auch am überlegen, was ich mir jetzt davon hole, weil die Mounts werde ich jetzt sein lassen. Also entweder würde ich die Special Rüstung hier nehmen, aber ich glaube fast, da kaufe ich mir lieber eine Rüstung und würde hier diese himmlischen Einweihungsgeschenke vielleicht nehmen. Da könnte ich mir ja auch schon ein paar kaufen mit meinen 3000 Punkten. Ich gucke nochmal, ob es hier vielleicht noch so ein paar... Kann man die Strandhäuser auch noch als Design sich holen?
Schneller. Shit, jetzt bin ich ja noch an der Mauer lang gelaufen. So. Nee. Ach doch, ja. Man kann sich also auch einen luftigen Bungalow holen. Der kostet 300 für das bisschen Holz. Also wirklich. Was haben wir hier? Hier haben wir noch... Ah, hier sind dann die Schiffe. Wow. Das hier sieht ja schon ganz cool aus. Und das kostet... 50 Gildersterne. Okay. Das große sieht natürlich geil aus. Yay. 250, dann, das geht ja eigentlich noch. Und der hier auch. Warum steht denn hier diese... Eine Wheeled Mortar und irgendwie hatte jemand sehr, sehr blöd geparkt. Ja, aber die Schiffe sehen ganz geil aus. Aber ich würde sagen, ich warte noch ein bisschen ab mit dem Haus. Das werde ich dann natürlich auch nochmal in der kleinen Special-Folge begutachten. Aber ich glaube, ich warte noch, bis ich mir dieses Bauernhaus kaufen kann und nehme in Kauf, dass ich vielleicht ein bisschen einen schlechteren Platz habe. Aber die besten, muss man wirklich sagen, die sind leider schon auch weg. Da haben manche Gilden auch ein bisschen übertrieben und haben dann... alle anderen Spieler ein bisschen aufgehalten, nur damit sie auch alle schön zusammenbauen konnten. Und ja, das soll es auch vorerst schon gewesen sein. Oh, kann man sich hier so ein Pferd holen? Moment. Die sehen ja cool aus. 50 Gold, das ist ja Wucher. Aber ich habe gehört, dass diese Mounts hier dann auch später zu diesen Deluxe-Mounts werden. Oh, ein Esel kostet nur 5 Gildersterne. Aber ich glaube, ich bleibe erstmal auf meinem Leomorph und bezüglich des Housings mache ich dann einfach nochmal irgendwann ein kleines Special. Ich werde heute aber auch noch eine normale Folge bringen. Das war nur erstmal so als kleiner Einblick für euch, was ihr auf der Mirage-Insel alles so machen könnt. Und dann mache ich mich hier wieder zurück und wir sehen uns dann heute wieder in einer weiteren Folge Arc Age, wo heute endlich der Head Start ist.